Und ich habe richtig Bock auf eine quadratische Gleichung oder am besten mehrere, schickt sie alle gleich her. Wir gucken uns heute an, was ist eine quadratische Gleichung. Wir gucken uns ein paar Beispiele an, schauen uns auch ein paar Gegenbeispiele an. Ich habe noch so einen Nice-to-Know-Fact am Ende, der vielleicht spannend sein könnte. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer schönen Definition. Eine Gleichung, die sich in die Form ax² plus bx plus c ist gleich 0 bringen lässt, heißt quadratische Gleichung. Was sehr wichtig ist an so einer quadratischen Gleichung, dass wir hier so ein x² haben. Deswegen heißt das eben quadratisch. Ne? X mal x oder x hoch 2, x zum Quadrat. Ja, ein Quadrat hat immer Länge mal Breite, Dimension 2. Das heißt, 2 muss immer der höchste Exponent sein. Das ist wichtig. Und ansonsten haben wir in dieser Gleichung die Ausdrücke ax², bx und c verarbeitet. Ax² nennt man auch quadratisches Glied. Quadratisches Glied. Und da jetzt nicht gleich ausrasten, weil da Glied steht oder so. Ja, auch Mathematiker, weil manchmal einfach ein bisschen Spaß haben. Und deswegen hat man für bx auch die Bezeichnung lineares Glied gewählt. Lineares Glied. Und c heißt einfach absolutes Glied. Absolut oder manche Lehrerinnen und Lehrer sagen auch konstantes Glied. Das liegt daran, dass da kein x drin steckt. X ist ja eine Variable, die kann jede mögliche Zahl annehmen. A, b und c sind jeweils feste Zahlen, sogenannte Konstanten. Ja, das bitte schön merken. A, b und c sind Konstanten. Konstanten, also feste Zahlen. 3, 4, 5, ein Drittel, minus ein Viertel, was auch immer, in jedem Fall sind die fest. X durchläuft ganze Zahlenräume und kann damit ganz viele verschiedene Zahlen annehmen. In jedem Fall ist der höchste Exponent immer 2. Höchster Exponent ist 2. Also ax² plus bx plus c ist gleich 0. Und der höchste Exponent muss 2 sein. Das ist genau das hier. Ja. Mehr erstmal nicht. Ich würde sagen, schauen Sie mal Beispiele an. Beispiel Nummer 1. 4x² plus 2x minus 3 ist gleich 0. Das ist eine quadratische Gleichung. Warum? Der höchste Exponent ist 2. Damit kann das schon mal eine quadratische Gleichung sein. Wunderbar. Vor dem x² steht eine 4. Das ist unser a. Vor dem x steht eine 2, das ist unser b, und am Ende steht eine minus 3, das ist unser c. Und damit haben wir genau die Form, die hier auch vorgegeben ist, hier vorliegen, und damit ist das eine quadratische Gleichung. Da muss man noch nicht allzu viel machen, beziehungsweise muss man noch gar nichts machen. Als zweiten Fall hätte ich so etwas wie 2x² plus 7 ist gleich 0. Auch das ist eine quadratische Gleichung. Ja, warum? Weil wir haben hier wieder ein hoch 2 als höchsten Exponenten. Vor dem x² steht eine 2, das ist unser a. Wir haben kein x, das heißt b ist in dem Fall 0, das geht auch. Und c ist dann plus 7. Aber auch das ist eine quadratische Gleichung. Beispiel Nummer 3. 4x² plus x ist gleich 5. Das ist auch eine quadratische Gleichung. Wir haben jetzt zwar noch nicht dieses ist gleich 0 gegeben, aber das können wir herstellen, indem wir auf beiden Seiten der Gleichung minus 5 rechnen. Dann haben wir nämlich 4x² plus x minus 5 ist gleich 0. Und auch hier können wir wieder so vorgehen wie gerade, indem wir einfach sagen, okay, wir haben hier hoch 2. Vor dem x² steht eine 4, das ist unser a. Hier steht unsichtbare 1, das ist b. Und c ist dann eben minus 5. Viertes Beispiel. X plus 1 zum Quadrat ist 0. Sieht jetzt auf den ersten Blick noch nicht nach
ax² plus bx plus c aus. Aber wir können das Ganze vereinfachen, indem wir zum Beispiel binomische Formeln anwenden. X plus 1 zum Quadrat ist ja nichts anderes als x² plus 2x plus 1 ist gleich 0. Und hier sind wir wieder genauso wie gerade dann auch. Wir haben 2 als höchsten Exponenten. Vor dem x² steht eine unsichtbare 1, das ist unser a. Vor dem x steht ein 2, das ist unser b. Und hier steht noch eine 1, das ist unser c. Und damit haben wir hier vier Beispiele für eine quadratische Gleichung. Gegenbeispiele. Erstens, 2x hoch 1 plus 4 ist gleich 0. Das ist keine quadratische Gleichung. Warum? Weil der höchste Exponent hier nicht 2 ist, sondern 1. Ja. Höchster Exponent ist 1 und das ist ungleich 2. Und damit kann das keine quadratische Gleichung sein. So ähnlich sieht es hier aus. 4x hoch 3 plus x² ist gleich 0. Hier habe ich zwar noch 2, aber es ist nicht der höchste Exponent, der ist nämlich 3. Und damit ist auch das keine quadratische Gleichung. Der höchste Exponent ist hier in dem Fall 3. Auch das ist ungleich 2 und damit keine quadratische Gleichung. Drittes Beispiel machen wir noch 5x² plus 2x minus 3. Und das ist keine quadratische Gleichung, naja, weil das überhaupt keine Gleichung ist. Das ist jetzt sozusagen, wenn man so möchte, ein mathematischer Ausdruck oder ein quadratischer Term oder so. Aber da das ist gleich fehlt, ist das auch keine Gleichung, also auch keine quadratische Gleichung. Und als letzten Punkt möchte ich dir noch eine besondere Form einer quadratischen Gleichung vorstellen. Wenn a gleich 1 ist, liegt eine besondere Form vor. Liegt die sogenannte Normalform vor. Liegt die Normalform vor. Noch ein Beispiel. X² plus 2x plus 4 ist gleich 0. Das ist eine quadratische Gleichung. Und hier vorne steht quasi eine unsichtbare 1. So. Wenn a gleich 1, dann liegt die Normalform vor. Das brauchen wir zum Beispiel später, um PQ-Formeln anzuwenden. Aber das kommt noch.